Werden die Regulierungsbehörden Bitcoin geradezu vernichten? Diese Möglichkeit bringt niemand Geringeres als Ray Dalio ins Spiel für den Fall, dass Bitcoin zu erfolgreich wird bzw. zu erfolgreich ist. Außerdem werde ich euch in diesem Video natürlich erzählen, warum ich heute euer Gastgeber bin und nicht Alexander Mittermeier. Spannende Sache, legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Mein Name ist Lars Eriksen. Ich bin jetzt euer Gastgeber hier im Crypto Report, denn heute hat mich eine E-Mail von Alexander Mittermeier erreicht. In dieser E-Mail erklärt Alexander Mittermeier in wenigen kurzen Worten, warum jetzt Schluss ist. Lieber Lars, es reicht. Wer frühzeitig in Kryptowährungen investiert, muss sich diesen Stress nicht weiter antun. Videos aufnehmen, Kommentare beantworten, um es mit den Worten von Klaus Kinski zu sagen, ich kann sie gar nicht so beleidigen, wie sie mir auf den Wecker gegangen sind. Das muss man nachvollziehen und Reichtum verpflichtet letztendlich auch zu einem pfleglichen Umgang mit sich selbst. Und allzu viel Content jede Woche zu erstellen, ist anstrengend. Ich weiß, wovon ich rede. Nun bin ich allerdings kein Krypto-Investor, muss also weiterarbeiten. Spaß beiseite. Natürlich wird Alexander Mittermeier hier auch weiterhin sehr, sehr gerne eure Videos machen. Und ich weiß schon jetzt, dass er mich anrufen wird, wenn er dieses Video sieht und sagt, Eriksen, kannst du dir deine Scherze nicht? Nee, kann ich nicht. Kann ich einfach nicht. Die traurige Wahrheit ist, und deswegen drücken wir dem lieben Alex beide Daumen, dass er bald wieder auf dem Damm ist. Er hat sich eine Magen-Darm-Infektion eingefangen. Und ganz ehrlich, ich habe selber so ein bisschen Sorge. Geht es euch vielleicht auch so aufgrund der, weiß ich nicht, Maskenpflicht, Abstandsregel, was auch immer? Man hat ja nicht mal mehr einen Schnupfen gehabt. Der nächste Infekt, egal was es sein wird, wird uns also vermutlich erstmal direkt ins Bett schicken. Beim Alex ist es jetzt soweit. Alexander, gute Besserung. Und ihr wisst es wahrscheinlich schon, ja. Ich könnte ihn auch gar nicht ersetzen, denn schließlich und endlich, ich bin eher der Aktienmann, bin allerdings mittlerweile, und deswegen freue ich mich über die Einladung, hier das heutige Video zu übernehmen, bin mittlerweile auch in viele, viele Krypto-Assets investiert, hauptsächlich in Bitcoin und Ethereum, schlicht und einfach deshalb, weil zur Anlage natürlich auch Vertrauen gehört. Und ich gebe es ganz offen zu, Bitcoin, ja, habt ihr möglicherweise ja auch gelesen, das ein oder andere Buch dazu. Ich wollte es euch jetzt eigentlich gerade zeigen, aber ich zeige euch gleich was anderes ganz Spannendes. Und Ethereum, das sind Konzepte, da komme ich ganz gut mit. Es gibt aber auch wirklich, wirklich viele technische Konzepte, bei denen ich überfragt bin. Ja, ich kann die Charttechnik machen, aber wenn dahinter mehr steht als ein Store of Value, das ist ja letztendlich bei Ethereum auch schon so, dann ist Alexander Mittermeier derjenige, den ich frage. Und ich bin unter diesem Aspekt sehr, sehr froh, dass er uns noch lange Zeit erhalten bleibt hier mit seinen Videos. Ich möchte euch einen Chart zeigen. Es gibt ein Buch, keinerlei Kooperation, ihr müsst es auch nicht kaufen, von wie selten hat bitte ein Amerikaner einen amerikanischen Vornamen und einen französischen Nachnamen, weiß nicht, ob er Diplomatensohn ist, Jeff Desjardins, würde ich jetzt mal sagen. Signals hat er gemacht, from Visual Capitalist Founder and Editor in Chief, Jeff Desjardins. Also voll mit Grafiken und die wollte ich euch zeigen, diese hier. Kann man das sehen? Weil sowas findest du kaum im Internet. Ich halte es noch mal ein bisschen näher ran. Also diese Daten habe ich echt noch nicht gesehen. Das ist die Entwicklung des Zins seit dem 13. bzw. 14. Jahrhundert. Wahnsinn, oder? Und wenn man das sieht, ich meine, das ist natürlich eine Spanne, die unsere Lebensspanne weit übertrifft, dann muss man sagen, unter dem Strich sinken die Zinsen schon sehr viel lange. Es ist also vielleicht was Systemisches. Und letztendlich geht natürlich mit sinkenden Zinsen auch die Möglichkeit flöten, in Währungen, die ja von Natur aus erstmal nichts wert sind, sondern einen Wert dadurch bekommen, dass wir sagen, wir können sie eintauschen und schließlich unterschreibt ja auch der Chef bzw. die Chefin der Notenbank drauf. Eine Währung ist ja ansonsten nur Papier, muss ich euch nicht erzählen, aber das ist vielleicht der Grund,
dass wir genau jetzt, wo wir diese Entwicklung haben und wieder deutlich den Nullpunkt unterschreiten, ja, wir sprechen ja hier von Realzinsen im negativen Bereich, dass vielleicht genau jetzt solche Konzepte, um es mal etwas verniedlichend zu sagen, ich weiß, das ganze Ding ist natürlich viel größer, wie Bitcoin so erfolgreich werden zu lassen. Also, das ist eine absolut spannende Zeit und deswegen steht es für mich auch außer Frage, dass Bitcoin gekommen ist, um zu bleiben. Ich möchte allerdings jetzt direkt auf dem Bildschirm mit euch eine Aussage von Ray Dalio besprechen, der nämlich sagt, Regulierungsbehörden werden vielleicht Bitcoin vernichten. Warum das so ist und was man aus dieser Aussage selbst als Skeptiker gegenüber Ray Dalio mitnehmen kann, das möchte ich, wie gesagt, direkt am Bildschirm mit euch jetzt besprechen. So, wir sind hier auf der Seite cnbc.com und Ray Dalio hat mal wieder einen rausgehauen. Ich glaube, am Rande der Salt Conference in New York hat dieses Interview stattgefunden. Ray Dalio says, if Bitcoin is really successful, regulators will kill it. Also, wenn Bitcoin wirklich erfolgreich sein sollte, dann werden es die Regulatoren, die Regulierungsbehörden umbringen, töten. Ja, ist natürlich eine schöne Schlagzeile, aber wir wollen uns ansehen, wie er das meint. Und wir werden dafür mal auf die Seite finanzen.net gehen, dann ersparen wir uns nämlich die Übersetzung. Ray Dalio mit dunkler Prognose für Bitcoin. Die Regulierungsbehörden werden ihn vernichten. Tja, das kleine Wenn, dann lässt man hier mal raus, aber geschenkt. Ich will mich ganz sicherlich nicht beschweren über markige Titel. Er warnt also davor, dass der Bitcoin vernichtet werden dürfte, falls er zu erfolgreich wird. Er lässt offen, was Erfolg bedeutet. Man könnte Erfolg interpretieren als zu viele, in Anführungszeichen, Privatanleger setzen auf Bitcoin oder zu viele institutionelle Anleger setzen auf Bitcoin, sehen es also als Alternative im Vergleich zu anderen Anlageklassen, die sie, Klammer auf, lieber kaufen sollten, wie vielleicht Staatsanleihen, Klammer zu. Oder, und so könnte man es durchaus auch definieren, vielleicht ist Bitcoin auch dann zu erfolgreich, wenn es zu stark im Wert steigt. Denn steigende Kurse werden dafür sorgen, dass immer neue Interessenten in diesen Markt vordringen, weil sie schlicht und einfach dieser Angst, etwas zu verpassen, dann erliegen. Netzwerkeffekte gibt es zahlreiche und die Ursachen dafür sind ebenso zahlreich. Kommen wir gleich noch zu. Dennoch, und das finde ich sehr interessant, und das ist auch genau das, warum man von Ray Dalio auch etwas lernen kann, wenn man sagt, ach, was will der alte weiße Mann von der Börse uns da erzählen? Bleib du doch bei deinen Aktien, bleib bei deinen Anleihen und versuch dich nicht in einem Bereich, wo du sowieso keine Ahnung hast. Der Mann mag insbesondere auch von verschiedenen Kryptoassets, die über Bitcoin oder Ethereum hinausgehen, wenig Ahnung haben davon, wie das Ganze funktioniert. Er weiß aber, wie Erfolg in der Geldanlage funktioniert. Ja, hat noch immer den größten Hedgefonds der Welt mit Bridgewater Associates. Darunter gibt es dann verschiedene Hedgefonds, ja, aber die größte Hedgefondsgesellschaft. Und sein Erfolgsgeheimnis ist eines, welches scheinbar heute komplett aus der Mode gekommen ist. Er diversifiziert. Er ist der Meister der Diversifikation und der Nicht-Korrelation. Das heißt also, er möchte in Anlagen investieren, die möglichst wenig miteinander korrelieren. Sprich, wenn Aktien steigen, dann ist das gut. Aber ich möchte auch Anlagen in meinem Depot, die steigen, wenn Aktien nicht steigen. Anleihen, Währung und so weiter. Und das ist auch der Grund, warum er Kryptowährungen als Beimischung in seinem Portfolio oder auch in mehreren Portfolios hat. Er spricht ihnen damit auch einen gewissen Wert zu. Und ganz ehrlich, das kann sich ein jeder mitnehmen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich hier auf dem Kanal von Alexander Mittermeier überwiegend Menschen treffe, ich freue mich, dass ihr mich hier so herzlich aufnehmt, die bullish sind für Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen, andere Coins. Aber wenn man ein klein bisschen von dem mitnehmen möchte, was Ray Dalio erzählt, dann darf man zumindest mal im stillen Kämmerlein, das muss man ja nicht laut machen, weil man sich damit vielleicht Ärger einhandelt in seiner Community, zumindest mal im stillen Kämmerlein darüber nachdenken, was ist, wenn es anders kommt. Das muss ja nicht die gesamte Kryptobranche betreffen.
Das heißt also, zum einen ist natürlich innerhalb einer Anlageklasse Diversifikation sinnvoll, denn wir sind uns wohl einig, dass nicht tausende Projekte am Ende übrig bleiben werden. Und dass heute natürlich jeder schon denkt, das haben übrigens viele am Aktienmarkt mit denjenigen, die am Kryptomarkt investieren, gemein. Jawohl, ich bin sicher, welche Aktie morgen Erfolg haben wird. Genauso sind natürlich Anleger sehr häufig in einer Situation, wo sie selbst investiert sind und dann natürlich sagen, ja, das wird der Erfolg der Zukunft. Ja, wir alle haben doch nur erfolgreiche Depots. Deswegen sage ich ja, ganz ruhig einmal zurückziehen und sagen, was ist, wenn es anders kommt? Was ist, auch wenn wir es uns aufgrund der Größenordnung, in der wir uns hier mittlerweile bewegen, was ist, wenn es mal ein paar dunkle Jahre gibt im Bereich der Kryptowährung, wenn die Kurse nicht steigen? Ja, selbst viele Modelle sehen das ja so vor. Warum also nicht etwas diese diversifizieren? Genauso wie viele Aktienanleger, wie ein Ray Dalio möglicherweise sagt, ich nehme einen Teil meiner Gewinne und investiere sie damit in Kryptowährung, obwohl ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob das etwas für mich ist und auch nicht hundertprozentig sicher bin, wie sich das Ganze entwickeln wird. Genauso könnte natürlich jemand, der eigentlich 100% Krypto im Kopf hat, sagen, vielleicht sollte ich zumindest einen kleinen Teil auch in Produktivkapital stecken. Und jetzt steine ich mich nicht dafür, dass ich ein Wort aus der Volkswirtschaft nehme. Produktivkapital ist ja nichts anderes als eine Aktie. Ein Anteil an einem Unternehmen. Ja, manche Unternehmen sind viel zu teuer, aber viele sind es auch nicht. Und wenn ich hier etwas diversifiziere, dann ist das meines Erachtens durchaus sinnvoll. Und seht mir die Überleitung nach. Insofern kann ich euch nur einladen, vielleicht hin und wieder auch mal bei mir reinzuschauen. Denn es geht bei mir auch um Kryptowährungen. Also das erfolgreichste Video, warum ich Bitcoin verkauft habe. Ja, vielleicht nicht ganz, aber zumindest das mit den meisten Daumen nach unten. Da ging es nur darum, dass ich den Einstand rausgenommen habe. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ist auch 4 Jahre her. Und klar, im Nachhinein hätte man es immer anders machen können. Aber erinnert euch dran, zwischendurch ging es dann 80% abwärts. So ganz verkehrt war ich da also nicht. Vielleicht ein bisschen zu früh. Anyway, es geht aber eben auch um steigende Zinsen. Es geht um die Wahl bzw. um Politik wirklich nur sehr selten, Währungsreform und so weiter. Und wer sagt, ich möchte es ein bisschen aktiver haben, Tradermacher-Kanal, auch 102.000 Abonnenten, da geht es um Tech-Aktien. Hier habe ich im Übrigen über die Kaufchance, über die ich heute auch sprechen möchte, in Bitcoin und Ethereum schon vor 5 Tagen gesprochen. Also, wenn ihr Lust habt, dann schaut mal vorbei, ob das etwas für euch ist. Schaut euch ein paar Videos nur an. Und wenn ihr dann sagt, nee, ist nichts, dann bin ich nicht sauer, wenn ihr wieder deabonniert. Weil ich weiß, es bringt überhaupt nichts, zu viele, genau wie mit den Newslettern. Will ich auch nicht haben. Ich will nicht hunderte von Newslettern. Ich konzentriere mich auf einige wenige, die müssen mir gefallen. So, das ist meine Einladung. Jetzt gucken wir nochmal auf das, was Ray Dalio an Gründen anführt. Ja, einfach nur erfolgreich und das sorgt dann dafür, dass die Regulierer auf den Plan treten. Finde ich etwas zu ungenau. Kein intrinsischer Wert bei Bitcoin, dennoch nützlich. Das ist ja mein absolutes Lieblingsargument und hier vertrete ich einen komplett anderen Standpunkt. Die Tatsache, dass etwas einen intrinsischen Wert hat, spielt letztendlich bei der Preisbildung keine Rolle. Ja, Eugene Farmer, die Effizienz der Märkte und so weiter, hat auch einen Nobelpreis bekommen. Nur, es hat keinen interessiert. Die Märkte halten sich überhaupt nicht an dieses Modell. Bei der Preisbildung spielt der intrinsische Wert derzeit eine untergeordnete Rolle. Selbstverständlich, bei langfristigen Investitionen in Dividendenaktien spielt der intrinsische Wert eine Rolle. Das ist ja klar, weil aus dieser Produktivität heraus die Dividenden bezahlt werden. Aber was ist mit Gold? Existiert seit Tausenden von Jahren und jetzt kommen natürlich immer 2 Goldbugs, die mir dann sagen, ja, Gold wird auch aus der Industrie nachgefragt. Ja, aber zu welchem Anteil kommt denn die Nachfrage aus der Industrie? Bei Silber sind es immerhin 50%, bei Gold ist es viel, viel weniger. Nein, Gold hat seinen Wert, weil wir ihm diesen Wert beimessen. Weil Gold immer schon knapp war. Und wir gesagt haben, diese Knappheit sorgt dafür, dass ich mit einer Investition in Gold meine Kaufkraft erhalten kann. Fertig aus. Das ist kein intrinsischer Wert, sondern ein Wert, dem wir Gold zugestehen. Und Bitcoin ist, was das angeht, ja doch noch eine ganze Ecke purer. Wir wissen nämlich nicht genau, wie viel Gold es gibt. Wir wissen aber sehr genau, wie viel Bitcoin es gibt.
Und noch dazu würde ich sogar behaupten, Bitcoin hat einen ganz massiven intrinsischen Wert und zwar in Form des Netzwerkeffektes. Was sorgt denn dafür, dass ein Unternehmen erfolgreich ist? Die Kunden des Unternehmens, egal ob sie aus der Industrie oder aus dem privaten Bereich kommen. Das heißt also, die Produktivität ist nur dann gewährleistet, wenn diese Kunden weiter bestellen oder kaufen. Ein Netzwerkeffekt entsteht quer durch alle Schichten. Ja, egal ob institutionell, ob privat. Netzwerkeffekt ist etwas, was sich bildet. Das ist für mich ein intrinsischer Wert. Das ist keine Garantie dafür, dass es immer weitergeht, denn ein Netzwerkeffekt kann natürlich auch abebben in dem Moment, wo Leute aus diesem Netzwerk wieder austreten, weil sie vielleicht sagen, nee, ein anderes Netzwerk klingt für mich interessanter. Aber es ist dennoch ein intrinsischer Wert. Intrinsischer Wert darf sich nicht nur an Produktivität bemessen. Ansonsten hätten wir im Übrigen die Hälfte aller Tech-Aktien, könnten wir vergessen. Wenn irgendwas mit 50, 60 oder 70-fachen des Jahresgewinns bemessen wird in seinem Wert, ja, wie viel ist denn davon intrinsischer Wert? Das Fünffache oder Achtfache? Ja gut, dann fehlt aber auch 80-90% intrinsischer Wert. Das ist ein Wert, dem wir dieser Aktie beimessen, weil wir sagen, in Zukunft werden sie diesen oder jenen Erfolg haben. Also hör mir auf mit intrinsischem Wert. Er ist selber im Übrigen im Bitcoin investiert und er führt dann noch ein klein wenig aus, dass beziehungsweise warum er glaubt, dass diese größte Kryptowährung dann verboten werden könnte, wenn sie wirklich einen gewissen Status erreicht. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass unmittelbar vor ihm der SEC-Chef Gary Gensler vielleicht einen Vortrag gehalten hat. Hier bezieht er sich auf Aussagen gegenüber CNBC. Und Gary Gensler hat davon gesprochen, der im Übrigen mittlerweile, ich habe einige Interviews mit ihm gelesen, ein echter Krypto-Experte ist. Wenn einer diese Branche mittlerweile wirklich kennt, dann er. Und das ist aus meiner Sicht eher etwas Vertrauenserweckendes. Das ist also nicht mehr irgendein Mann, der da über Kryptowährungen spricht. Der kennt sich mittlerweile echt aus. Und er spricht darüber, beziehungsweise hat gesagt, dass die US-Finanzaufsicht, also die SEC, mit Hochdruck daran arbeite, eine bessere Überwachung von Bitcoin und Ethereum und eine bessere Regulierung der tausenden neuen digitalen Münzen und Assets zu etablieren. Ja, fein. Ich gehöre ganz sicherlich nicht zu denen, die sagen, dass damit machst du die ganze Branche kaputt. Ja, manchmal hat etwas, ja, sowas Anonymes, Unreguliertes, bisschen Anarchisches, das hat seinen Reiz, aber ganz ehrlich, jeden Tag werden zig Menschen, ja, die könnten sagen, alle selbst schuld, aber so funktioniert die Welt eben nicht, über den Tisch gezogen von irgendwelchen räudigen Systemen, die ihnen dann irgendwas versprechen. Das ist letztendlich nichts anderes als übelste Abzocke. Jeden Tag passiert das. Irgendwelche Mails, in denen dann, keine Ahnung, ihr habt die hundertprozentig schon bekommen. Neuartiges Bitcoin-System in der Höhle der Löwen oder. Ja, ich habe keine Ahnung, wo das alles herkommt und am Ende des Tages sage ich auch, wenn jetzt einer glaubt, ihm schreibt da wirklich gerade höchstpersönlich Uli Hoeneß und lädt ihn ein, dann, Mensch, da muss man sich natürlich auch ein bisschen zusammenreißen und fragen, ist das jetzt eigentlich wahrscheinlich? Also mitdenken hilft da natürlich, aber nichtsdestotrotz, dass man da in dieser Grauzone, so wie im Aktienbereich ja schon lange, etwas strenger vorgeht, sorry, aber das halte ich für absolut sinnvoll. Und im Vergleich mit dem Wilden Westen, den unterschreibe ich auch. Das geht so gar nicht und es wird meines Erachtens die Akzeptanz von Bitcoin und Co. deutlich erhöhen, wenn die Regulierung hier zunimmt. Period. Gibt immer ein paar negative Kommentare, akzeptiere ich, ist aber so. In dem Moment, wo Privatanleger dabei sind, muss es einen gewissen Rahmen geben. Einen gewissen Rahmen, ja, keine komplette Regulierung, aber einen Rahmen, der es möglich macht, für jemanden, der nicht zu 100% in der Materie ist, trotzdem zu investieren. Für den Netzwerkeffekt ist das ja nur positiv. Soweit also meine Aussagen. Grundsätzlich mal bin ich jemand, ich mag Ray Dalio, ich mag auch seine Art und Weise zu relativieren, obwohl in den sozialen Medien heute nur noch schwarz-weiß ja oder nein scheinbar funktioniert. Er wird offensichtlich dennoch gefragt, ja. Aber seine Aussagen zu Bitcoin sind mir nicht eindeutig genug. Jetzt gucken wir noch mal kurz auf den Preis. Ich habe schon gesagt, vor ein paar Tagen, vielleicht sind einige von euch auch schon dabei, habe ich hier
meine charttechnische Analyse bereits eingestellt. Und seitdem hat sich auch nicht so schrecklich viel getan. Der momentane Kursrücksetzer ist für mich, soweit lehne ich mich gerne aus dem Fenster, bullish. Dass sich das genau hier am 100-Tage-Durchschnitt fängt, ist absolut passend. Haben wir in der Vergangenheit so auch schon gesehen. Und ganz ehrlich, mir ist es viel lieber als eine Fahnenstange. Wären wir jetzt hier vom Low bei knapp über 29.000 direkt durchgezogen auf neue Hochs, das wäre nicht gut gewesen. Das wäre unter markttechnischen Aspekten nicht gut gewesen. Wir waren so schon leicht überhitzt. Hier unten sieht man noch den RSI. Und nach wie vor ist das für mich eine völlig gesunde Konsolidierung. Absolut. Was möglichst nicht passieren sollte, dann bräuchte es einen neuen Momentumaufbau, ist hier ein Rutsch unter das letzte Tief bei 38.000 US-Dollar. Im Idealfall pendeln wir halt ein paar Tage hier hin und her. Vielleicht war es das auch. Und ziehen dann nach oben durch. Was mir darüber, also nach oben durchziehen, heißt in der Folge wieder in Richtung 52.000 US-Dollar. Und dann lehne ich mich gleich nochmal aus dem Fenster, wenn schon, denn schon. Für mich sind neue Allzeithochs in diesem Jahr die wahrscheinlichere Variante. Solange wir hier nicht unter die 38.000 US-Dollar abrutschen, das würde eine Neueinschätzung insofern benötigen, als dass dann das Momentum erstmal weg ist. Ja? Dann ist dieser Aufwärtstrend nämlich gebrochen. Und wie lange es dann dauert, bis sich ein neuer Aufwärtstrend bildet, das weiß ich nicht. Dann glaube ich nicht mehr an oder dann halte ich neue Allzeithochs in diesem Jahr für eher unwahrscheinlich. Einer, den ich übrigens schon etwas länger oder ein NEM, den ich schon etwas länger folge, ist Plan B hier oder Plan B auf Twitter. Einfach deshalb, weil er recht unaufgeregt informiert, hat 850.000 Follower. Was erzähle ich euch? Ihr kennt ihn vermutlich schon. Und sein Plan ist sehr schön aufgegangen bisher. Den hat er im Juni veröffentlicht. Das ist der Original-Tweet und hat gesagt, Worst-Case-Szenario für 2021 und zwar nicht nach dem Stock-to-Flow-Model, sondern Price-on-Chain-based. Im August größer 47.000 US-Dollar, Check abgehakt. Im September größer 43.000 US-Dollar, also Check abgehakt. Wir haben derzeit die Konsolidierung. Oktober 63.000, November 98.000, Dezember 135.000. Das ist von aktuellem Niveau aus natürlich fast eine Verdreifachung, eine ganze Menge. Aber wie gesagt, bisher lag er mit seinem Plan recht gut. Und ich kann es nur sagen, auch wenn wir, jemand, der im aktiven Handel unterwegs ist, der sucht ja Korrekturen als Einstiegsgelegenheiten. Der kauft ja nicht neue Allzeithochs. Insofern betrachte ich diese derzeitige Korrektur als Gelegenheit, um Positionen aufzubauen, auszubauen, bei allem Respekt natürlich vor dem Risiko. Ja, ich hoffe nicht, dass hier auf dem Kanal jetzt jemand ist, der noch nie investiert war und anschließend sagt, ja, Eriksen hat gesagt, ich soll kaufen. Nee, das ist immer noch hochspekulativ. Ihr müsst Stop setzen, zumindest im aktiven Handel, nicht bei langfristigen Positionen. Das ist keine Empfehlung, das hier ist nur mein Standpunkt. So, und wenn ihr jetzt sagt, du hättest das mit dem Buch ja auch vorbereiten können. Ja, der Alexander Mittermeier hat mich ja gerade erst angerufen für morgen bitte noch das Video. Und kannst du das bitte für mich machen? So ungefähr hat sich das angehört. Also nochmal, gute Besserung, lieber Alex. Ja, das meinte ich, Bitcoin-Standard. Das werdet ihr kennen. Allerdings finde ich, und deswegen habe ich auch überhaupt kein Problem, hier ganz selbstbewusst aufzutreten. Wie viele Leute haben eigentlich mittlerweile den Status eines selbsternannten Bitcoin-Experten, die vermutlich noch nicht mal dieses eine Buch gelesen haben? Also nur, weil ich in Bitcoin und Kryptowährungen investiere und mir noch ein T-Shirt dazu drucken lassen, bin ich ja noch kein Experte. Das muss ich an dieser Stelle mal kritisch hinzufügen. Und schließlich und endlich möchte ich abschließend noch mal darauf hinweisen, dass es bei mir in den Videos auch häufig um die Charttechnik geht. Für jeden, der aktiv unterwegs ist, also der nicht hodelt, wo auch immer, ist die Charttechnik gerade auch in diesem Markt meines Erachtens ein ganz, ganz wertvolles Instrument. Das war's für heute. Ich danke euch einfach mal in vorausschauender Hoffnung für die für das herzliche Willkommen heißen. Für ein Video in der nächsten Woche dann hoffentlich wieder Alex fit und gesund und munter. Liebe Grüße sende ich euch, euer Lars. Bis dann.